Home is where we celebrate the ordinary. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Heute haben wir ein ganz spezielles Filmprojekt vor. Hallo, wo bist du? Kultur heisst für mich Begegnung. Und ich habe jetzt eine Tasse genommen, Kaffeetasse, das könnte auch Teetasse sein. Gib mein Fahrradladen, komm. Geh Fahrradladen. Ne? Hammer. Schwerer Hammer. Alle Velo reparieren. Eine Platte oder irgendetwas. Der Velohändler ist auch schon da und da hat es noch einen Radwechsel. Also wenn du das Rädchen hast, wo logisch ist, kannst du es dann wechseln. Mach mich drauf. Nina! Können wir heute verbasteln? Ja, sicher Mario, können wir heute basteln. Ja! Das ist mal ein Bachstein aus, von der Roten Fabrik. Als sie einen Durchbruch müssen machen mussten, sind dann die Steine gekommen. Und ich finde es toll, wenn man mal so einen im Original sieht. Von der Vergangenheit in die nähere Geschichte. So, jetzt sieht man es auch. Das Film am See. Was wir machen, ist eigentlich immer der gleiche Kappis. Wir suchen unsere Sachen, die wir nie wissen, wo wir es anstellen. Ja, nein, das ist eben das Falsche. Du hast das Zweite. Aber von der gleichen Größe. Einfach ist. Hast du so eins geklaut? So eins von der Größe? Ich habe es im Top gebraucht gestern. Wirklich? Einfach. Hast du jetzt das Mischpult gesucht? Weil ich eigentlich ein Mikrofon suche, das bei dem Mischpult sein sollte. Aber es ist nicht da. Hast du das Mikrofon gefunden? Es ist sogar grün. Es passt zum Green Screen. Fit ist da, dass sie ein bisschen besser halten. Angeketteten Desinfektionsmittel. Die sind alle angekettet, unfreie Desinfektionsmittel, die nur hier im Umkreis von gut einem halben Quadratmeter aktiv sein oder desinfizieren. WC-Papier, das ist jetzt das berühmte Rote Fabrik WC-Papier, gell? Top, oder? Keine Ahnung. Was muss ich sagen? Du landest immer auf dem WC, oder? Und die wird immer vorher, die wird vorher schon vorgeöffnet von der Ethikkommission. So einen Schutzring machen um sich herum. Und ich habe auch Freude, dass ich das gefunden habe, weil jetzt nach dieser langen Zeit, seit 2000, wo wir ja 2020 die Jugendunterwelt hatten, sehe ich, dass der Mann, der den Entwurf gemacht hat, Giorgio Crespo, eigentlich so viel schon gewusst hat, dass man das realitätsgetreu umsetzen kann.
Also darf ich euch vorstellen, das ist der Beat, das Urgestein von der Roten Fabrik. Danke vielmals, es hat wahnsinnig Freude gemacht, dich kennenzulernen. Und eben auch den Plan von der Roten Fabrik und so. Also man erlebt immer wieder etwas Neues und es ist nie das Gleiche. Also, es ist wirklich aber und ich arbeite jetzt immer in der Ludothek, oder? Das sind ja schöne, immer noch da. Eben, genau. Also, das war's. Ja, danke dir. Das war's schon gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis gleich. Danke. Tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen. Es geht weiter. Rote Fabrik.